So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier gerade irgendwie in so einem, weiß ich nicht, in so einem alten Dorf von der Roten Armee-Fraktion oder was? Ich habe keine Ahnung. Und sollen hier so einem ominösen Wikinger-Typ irgendwie helfen, Funktürme auszuschalten oder so was? Hier war doch irgendwo, oder der Zaun hier offen, da kam ich doch runter, oder nicht? Da komme ich hier nicht runter, komme hier nie wieder rauf. Doch, da komme ich rauf. Guck mal, da ist doch irgendwas. Da ist doch was. Ist voll. Gucken wir da lang? Man weiß es nicht. Aber wir gucken erstmal, was hier ist. Hüpf. Da ist irgendwas. Ich muss jetzt bestimmt das Ding da abschießen. Boah, Leute, ey, was haben die denn hier vor? Kann ich da drauf springen? Warte mal, kann ich hier die. Kann ich das Seil durchschießen? Nee, kann ich nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Wieder sein können. So, was ist denn hier überhaupt Sache? Ne, wir bleiben erstmal hier dabei und gehen nochmal hier hoch. Gedacht, da wäre vielleicht irgendwas, aber irgendwie scheint da doch nichts zu sein. Na, hoch hier. Achso, geht gar nicht. Okay, müssen wir hier rüber. Das bekomme ich noch nicht runter. Eine Ausrüstung. Sind da oben. Gucken wir uns noch mal an hier. So. Machen wir die Kiste mal auf. Und dann gucken wir mal. Wir müssen ja hier alles durchsuchen. Dass wir irgendwas hier vergessen. Hier gibt es ja Ressourcen ohne Ende. So, hier kann ich gar nicht weiter. Da können wir hoch. So, hier rum. Hier rum. Und jetzt hoch. Und weiter hoch. So, was haben wir jetzt hier? Ach, guck mal, erstmal ein Nest. Da war die Hütte, wo wir gerade waren, ne? Ja. Da hinten ist eine Wand zum Erklettern. Und da sind irgendwie diese Grünteile, sind glaube ich die Störsender, die wir hier zerstören sollen. Da ist noch ein Baum. Optionales Herausforderungsgrab. Ja, machen wir auf jeden Fall auch. Schüsse, ne? Aber da sind wir, glaube ich, voll, oder? Nee, sind wir noch nicht voll. Ich habe ja gerade ein bisschen geballert, ne? Da brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Dietrich. Den haben wir nicht. Und wieder Aufzeichnung gefunden. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken.
Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Ja, dann macht euch mal fertig, Freunde der Nacht. So, was ist hier los? Da wieder Muttern. Muttern unten Dingens hier, Dingenskirchen, so eine Feder. Eine Feder nennt man das Ganze, genau. Wir gucken mal hier einmal in dem Turm nach. Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ja, vielleicht findest du den ja. Aber wir würden auch ganz gerne das Grab finden. Guck mal, ist da... Was ist da noch? Basislager, Holzfällerlager, okay. Das Grab ist da, aber wir haben hier erstmal Kommunikationsausfall. Zerstören Sie die Funktürme. 0 von 5. Machen wir den doch erstmal. Das ist der Funkturm, ne? Na, irgendwelche Leute? Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Ja, dann machen wir den schon mal kaputt. Okidoki. Schießt, dass hier da einer um die Ecke kommt oder so. Da ist doch bestimmt das Grab. Oder nicht? Dann landen wir erstmal hier an dem Turm, würde ich sagen. Und klären den erstmal ab, ob hier alles koscher ist. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Habe ich doch schon. Da war doch bestimmt die Höhle da gerade. Komme ich hier noch weiter hoch oder war es das? Ich glaube, also ich sehe jetzt nicht, dass es noch weiter hoch geht hier. Ah, da, guck mal. Da ist noch eine. Da, wo ich dann springen kann. Und wir haben noch eine Kiste. Ist das hier der nächste Knarrenteil oder was? Yo. Compoundbogen, okay. Da ist noch eine Feder. Teil. Ach, guck mal, ich kann jetzt mal den Vogel abschießen, ey. Egal, haben wir hier noch eine Feder gefunden. Können wir uns freuen. Und hier kommen wir auch wieder runter. Zup. So. Gucken wir mal weiter hier.
Wo ist die nächste Kommunikationsstation? Baum, den wir noch einmal abernten können. Da oben ist noch eine. Oh, 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 oh. Alter, Walter, wo kam der denn her? Uiuiuiui. Kommen wir auf einmal voll die Wölfe an. Ja, nicht so erschrecken hier. Ja, mal gar nicht, ey. So, da unten ist noch einer. Den können wir auch nochmal einmal ausschalten. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Welche Zeichen meint die? Ah, was ist denn hier los? Oh, oh, oh. Ah, hier ist bestimmt der Eingang zu dem Grab. War gar nicht die Höhle da gerade. Hier ist das bestimmt. Nee, oder? Keine Ahnung. Wandgemälde haben wir verpasst da hinten. Guck mal. Naja, geil. Wir schalten jetzt erstmal da hinten die Station aus. Na, gucken wir mal weiter. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Und auch kaputt machen. Alles mit kaputt machen hier. So. Fehlende Ausrüstung zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Achso, und dann kann ich die ganzen Dinger da runterholen, oder was? Da sind nur zwei Stationen. Dann haben wir bei vier. Was denn? Spring ja runter. Ah. Hallo. Mann. Karte aktualisiert. Interessanter Ort entdeckt. Eine Höhle. Weiß noch mal, ob ich da rein möchte. Wir gehen erstmal hier ins Haus, bevor wir in die Höhle gehen. Ach, guck mal, haben wir noch eine Kiste. Was haben wir denn da drin? Halbautomatische Pistole. Drei Teile gefunden. Okay, dann gehen wir in die Höhle, würde ich sagen. Aber in der Höhle wird besser mit der Knarre bedient. Fehlende Ausrüstung, Sprengladung. Oh, können wir auch noch nichts machen. Okay. Dann geht's hier so weiter. So, was haben wir da oben? Kiste. Kiste. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Hm, okay. Sehr interessant. Das haben sie irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Warum kann ich denn nicht die Leiter hier runtergehen? Da geht ja, geht ja sogar doch. Ich habe, glaube ich, nie machen brauchen. Was ist da oben? Ist da noch irgendwas? Ne, da ist nichts. Da war nichts. Okay. So, wo geht's weiter? Da oben ist noch eine Station. Komm ich denn da hoch, ey? Ich höre schon wieder Wölfe. Nicht hoch. Aber ich laufe hier gerade ein bisschen blöd.
haben schon wieder eine Höhle gefunden hier. Pilze? Erforschen Sie die Höhlen in der Sowjetanlage. Eine Höhle und fünf. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Da komme ich noch nicht runter. Seilpfeile brauchen wir da. Nun ja, dann gehen wir mal wieder raus. Boah, ist schon echt ziemlich komplex, die ganze Geschichte hier. Muss man echt sagen. Kletterbare Wände. Na drüben. Komm, kann ich da rüber springen oder muss ich hier erst irgendwie hochklettern? Ne, der Plan wäre jetzt da dran zu springen. Jawohl. Oh, neues Basislager entdeckt. Sehr schön. Da können wir doch gleich nochmal gucken, ob wir nicht... Aber erstmal machen wir das Ding hier kaputt. So, 3 von 5. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas noch bauen können. Wir haben einiges eingesammelt, glaube ich. Dann müssen wir mal gucken. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Ja. Unabhängig sind wir wohl. Das stimmt wohl. So, wir gucken nochmal beim Kämpfer, was hier freigeschaltet ist. Ausweichkonter setzen Sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich angepassten Drücken von Dreieck außer Gefecht. Okay, braucht die bis jetzt noch nicht. Ja, nehmen wir dieses automatische Plündern. Und dann schauen wir mal weiter. Was dann da weiter freigeschaltet wird auch, ne? Ich glaube, der Kampf macht am meisten Sinn momentan bei mir. Was ist das denn, Ihr Revolver? Giftfaustbüchse. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Mondschatten? Die habe ich schon alle, die Knarren oder was? Niemals, oder? Hagelsturm? Halbautomatische Pistole? Die habe ich doch noch nicht, oder? Habe ich die eingesammelt gerade? Kann ich vorstellen. Revolver. Ich habe, glaube ich, immer mit dem Revolver. Nee, ich gehe hier nochmal raus. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt hier die ganzen Waffen dabei habe. Warte mal, wie komme ich denn da rein? Speicherpunkt neu laden, Überlebensguide, Optionen? Nee. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe erstmal nur den Revolver dabei. Egal. Gucken wir mal. Wir gucken erstmal den Bogen. Der wird erstmal abgegradet hier. Dieses schnellere Sehen-Dingsbums. Super. So. Jetzt gucken wir mal die Knarre. Neue Pistole verfügbar. Doch, die habe ich verfügbar. Was ist das denn, ey? Okay. Wo habe ich die denn her jetzt? Habe ich die eingesammelt gerade oder was? Eine halbautomatisch habe ich hier sogar. Aber ich will irgendwas mit hohem Schaden. Munitionskapazität, Schussfrequenz, die tun sie da nicht viel. Aber jetzt noch höhere Schussfrequenz. Wir nehmen die hier. Der sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So,
Der Ballermann hier. So. Konnte ich die jetzt auch noch hochpimpen oder was? Bin ich schon hochgepimpt. Mehr können wir noch nicht. Egal. Nimm. Was war hier mit den Klettereisen da oben? Können wir da noch irgendwas machen? Nee, da können wir noch nichts machen. Kutte, brauchen wir auch noch nichts. Okay. Ja, Freunde der Nacht, wir haben 20 Minuten auf dem Tacho. Ich würde sagen, wir gucken nächste Mal in der nächsten Folge auf jeden Fall. Gucken wir uns nochmal hier die anderen beiden Türme an, die wir noch machen müssen. Dann haben wir hier eine Herausforderung. Eine von 5 Höhlen entdeckt. Die haben wir, glaube ich, gemacht, die Höhle, ne? Oder haben wir die noch nicht gemacht? Ist egal. Dann haben wir hier noch ein Grab. Das ist aber, glaube ich, erst auf der anderen Seite. Wir machen dieses Grab hier auf jeden Fall noch. Holen uns noch die Höhlen und alles, was es hier noch so gibt, ja? Und dann schauen wir halt weiter, wo wir hier weiter müssen. Ne, aber hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Da werden wir auch noch reingehen. Machen wir auch alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute. Euer Theodor. Ciao, ciao.